Berechne den Quotienten und den Rest durch die euklidische Division. Wir bereiten diese Division so vor und achten darauf, dass der Dividend sowie auch der Teiler Polynome sind, die geordnet sind in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Überprüfen wir 5, 4, 2, 1, 0, 2, 0. Also okay. Wir beginnen die Division mit der Frage, womit muss man 3x² multiplizieren, um an 6x hoch 5 zu gelangen? Mit 2x hoch 3. 2x hoch 3 mal 3x² ergibt effektiv 6x hoch 5 und 2x hoch 3 mal minus 2 ergibt minus 4x hoch 3. Sobald man dieses Produkt gefunden hat und hier eingetragen hat, nimmt man es entgegengesetzt, das heißt, man ändert alle Vorzeichen. Hopp, ist gemacht. Jetzt addieren wir diese zwei Polynome und nach der Addition müssen diese zwei ersten Termen verschwinden. 6x hoch 5 minus 6x hoch 5 macht effektiv 0. Also wir addieren, die zwei ersten Termen verschwinden, wenn nicht, dann haben wir da schlecht gearbeitet. Wir haben das aber gut gemacht und addieren jetzt noch diese zwei Polynome. Wir achten darauf, auch diese Summe als Polynom zu schreiben, dessen Exponenten in abfallender Reihenfolge sind. Also wir schreiben zuerst minus 3x hoch 4, dann plus 4x hoch 3, dann minus 10x² minus 2x plus 6. Also so, dieses Polynom ist richtig geordnet. Solange der Grad von diesem Polynom nicht streng kleiner ist als der Grad vom Teiler, machen wir weiter mit der Frage, womit muss man 3x hoch 2 multiplizieren, um an minus 3x hoch 4 zu gelangen? Mit minus x². Minus x² mal 3x² minus 2, das ergibt minus 3x hoch 4 plus 2x². Sobald man dieses Produkt gefunden hat, nimmt man alle Termen entgegengesetzt und dann addiert man diese zwei Polynome. Jedes Mal müssen die zwei ersten Termen verschwinden, sonst hat man da nicht gut gearbeitet. Die Summe dieser zwei Polynome ergibt 4x hoch 3 minus 12x hoch 2 minus 2x plus 6. Der Grad ist immer noch nicht streng kleiner als der Grad des Teilers, also machen wir weiter mit derselben Frage, womit muss man 3x² multiplizieren, um an 4x hoch 3 zu gelangen? Mit 4 Drittel x. 4 Drittel x mal 3x², das ergibt effektiv 4x hoch 3. Und 4 Drittel x mal minus 2, das ergibt minus 8 Drittel x. Wir haben dieses Produkt gefunden, nehmen es entgegengesetzt und dann addieren wir diese zwei Polynome. Wieder müssen die zwei ersten Termen verschwinden. Diese Summe ergibt minus 12x² plus 2 Drittel x plus 6. Der Grad ist immer noch nicht streng kleiner als der Grad des Teilers, also machen wir weiter. Womit muss man 3x² multiplizieren, um an minus 12x² zu gelangen? Mit minus 4. Minus 4 mal 3x² minus 2, das ergibt minus 12x² plus 8. Sobald man das Produkt gefunden hat, nimmt man alle Termen entgegengesetzt und dann addiert man diese zwei Polynome. Wieder verschwinden die zwei ersten Termen.
und wir erhalten 2 Drittel x minus 2. Und jetzt ist der Grad von diesem Polynom 1 streng kleiner als der Grad von diesem Polynom 2. Also ist die Division beendet und wir deuten sie so. Dieser Dividend geteilt durch diesen Divisor oder auch Teiler ergibt diesen Quotient, da steht er, plus dieser Rest, geteilt durch den Teiler. Und somit ist diese Übung beendet.